Das heißt, wir haben jetzt auf einmal eine Konvergenz, die ist teilweise sehr positiv, teilweise auch sehr furchterregend. Konvergenz zum Beispiel von Online und Offline. Die meisten von euch haben ein Gerät in der Tasche, was immer online ist. Ja, das heißt, eigentlich wissen wir gar nicht mehr, ob wir online oder offline sind. Offline ist ein mentaler Zustand, ja, wo wir nicht gerade das Gerät benutzen. Das Internet wird wie Wasser. Ja. Das heißt, wir sind eigentlich immer connected. Wir können immer irgendwas googeln, nachschauen, teilen, Location. Also ist es immer da. Ja. Die totale Konvergenz. Es gibt kein Online-Marketing zum Beispiel. Das ist alles total verschmolzen. Wenn wir zum Beispiel, wenn ich irgendwo einen Vortrag halte, dann schaut mich jeder vorher auf LinkedIn nach, bevor ich überhaupt auf die Bühne komme. Macht ihr wahrscheinlich auch oft, wenn ihr Leute trefft. Die Konvergenz von digital und physisch. Das ist für euch auch eine super gute Nachricht natürlich. Weil alles, was digital wird, wird auch eine Commodity, sogenannte Commodity. Das heißt, wenn wir auf Spotify 10 Millionen Songs haben, dann ist der eine Song proportional gesehen nicht mehr so viel wert. Weil ich habe 10 Millionen zur Auswahl. Aber eine Kirche oder ein Denkmal oder ein Abendessen oder eine Therapiesession oder wie auch immer, ist keine Commodity, weil sie einmalig stattfindet. Weil sie physisch ist. Da besteht ein großer Unterschied dazwischen. Die Konvergenz von Cyberspace und, wie man in der Internetsprache sagt, Meatspace, das sind wir. Ja. Manche sagen auch Wetware, also nass, nicht Software, sondern Wetware, also wir selber, nasse Ware. Die Konvergenz von diesen zwei Sachen findet jetzt statt, indem dass wir eigentlich gar nicht mehr genau wissen, was jetzt da getrennt noch sein soll. Ja? Also das ist für Leute, die 15 sind, total normal. Ja? Face Recognition beim Einkaufen, in Japan geht man auf ein Date und schaut sich sein Date auf dem Facebook-Profil an, während man redet. Ja? Kein Problem. Mensch-Maschine-Konvergenz, lokal und global. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Wenn ihr mit einem 16-Jährigen redet heute, der weiß genau, der kann für 24 Euro nach Marrakesch fliegen oder für 24 Euro mit der Straßenbahn nach Zürich fahren oder wie auch immer. Ja. Also er weiß, er hat ein globales Gehirn. Ja. Der weiß auch, was vor sich geht um uns herum. Der hat auch globale Möglichkeiten, Dinge zu sehen auf YouTube, auf Twitter oder wie auch immer. Ja. Also unsere Gehirne sind global vernetzt. Und deswegen fragmentieren wir uns auch immer mehr. Wenn ihr seht zum Beispiel, dass die meisten Kids, die jetzt zu Hause ausziehen, zwischen sagen wir mal 18 und 25, die haben keinen normalen Fernsehanschluss mehr. Die holen sich eine schnelle Internetverbindung und schauen darüber fern. Also die leben globaler als wir.